Zum 18. Mal wurde diese Tage die Outdoor Trophy veranstaltet. Gestartet wurde auf der Kellerbergwiese. Danach marschierten die knapp 1000 Schüler quer durch Schwechat. Was muss man da heute machen? Outdoor Trophy? Kennt ihr euch schon aus? Die Kinder lernen Schwechat kennen und wir gehen mit ihnen durch Schwechat spazieren und schauen uns verschiedene Gebäude und Stationen an. Und die Kinder kriegen so mal einen ersten Eindruck und Einblick, was es in ihrer Stadt gibt. Pläne bekommen und werden von bestimmten Stationen weggeschickt, damit wir uns nicht ständig kreuzen, werden wir in verschiedene Himmelsrichtungen auch weggeschickt, damit die ganzen Schüler halt sich nicht ständig treffen. Es ist so, dass wir 20 Stationen in Schwechat haben und dass nicht alle jetzt im Bulk nachgehen, sind sie einfach verteilt worden. Also Richtung Bahnhof sind welche unterwegs, Richtung Fellmeiergarten sind unterwegs, manche sind sogar Richtung Randersdorf unterwegs und die Jüngsten, also Vorschulklasse, erste Klassen, sind im Zentrum Richtung Rathaus. Was ist der Sinn und Zweck der Trophy? Von langer, langer Zeit hat es früher mal den Fitmarsch gegeben am Nationalfeiertag. Und wir haben gesagt, naja, wir wollen diesen Marsch einfach irgendwie für Kinder interessanter machen. Und da hat sich eben diese Expedition, diese Outdoor-Trophy ergeben. Das ist einfach eine Rätsel-Schatzsuche, sage ich einmal. Also es gibt Stationen, die müssen sie mal suchen. Und es gibt Stationen, die nach einem Rätsel sie anzugehen haben. Und das ist einfach für die Kinder interessanter, so ihren Heimatort kennenzulernen. Jahre lang Outdoor-Trophy, auch heuer wieder ein Erfolg? Das denke ich doch. Eines der schönen Dinge in meiner Funktion als Sportstadtrat, hier die Eröffnung vorzunehmen. Wie gesagt, ja, das 18. Jahr, also hier gibt es eine dementsprechende Tradition. Für uns als Sportstadt Schwechat ist es ja auch ein dementsprechender Auftrag, hier diese Möglichkeiten den Schulen, den Schülerinnen, den Schülern anzubieten, das wirklich sehr, sehr toll auch angenommen wird. Mein Rekord, absolut. Also soweit ich heute recherchiert habe, gab es das noch nie. 40 Klassen, das heißt knapp 1000 Schüler, die heute an dieser Outdoor-Trophy teilnehmen. Das heißt gut, dass die Kellerbergwiese gibt, wo genug Platz ist, von wo hier aus gestartet wird. Das stimmt. Geht ja in alle Richtungen. Das heißt, die Klassen haben ja unterschiedliche Aufträge, dementsprechend zu starten. Ich finde es eine tolle Gelegenheit für die Kinder, die Stadt, in der sie zur Schule gehen, auch noch besser kennenzulernen. Und auf der anderen Seite aber auch die Lehrerinnen und Lehrer, die das erste Schuljahr hier haben, auch die Stadt Schwechat gut und noch besser kennenzulernen. Das Schwechat wächst. Also es gibt immer wieder neue Stationen oder neue Gebäude, die man erkunden kann, die Kinder vielleicht kennen. Zum Beispiel heuer ist es so, dass wir die Malzstraße angehen. Jetzt sind ganz viele Häuser gebaut worden auf dem Brauereigelände. Es sind auch viele Kinder dorthin gezogen und die kennen Schwechat ja gar nicht. Die kennen vielleicht jetzt nach 5 Wochen Schule den Weg von daheim zur Schule, vielleicht noch eventuell ins Hallenbad, wo sie einen Schwimmunterricht haben oder andere Sportstätten, aber so kennen sie Schwechat nicht. Und das ist heute eine Möglichkeit, Schwechat kennenzulernen. Sind Sie auch schon mal mitgegangen oder was ist Ihr Lieblingsplatz in Schwechat? Ja, mein Lieblingsplatz, ich habe das schon, ich glaube auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr gesagt, ich bin irrsinnig gern im Fellmeiergarten, weil es für mich so eine angenehme Stimmung dort ist, die Möglichkeit, ein bisschen auch dort zu verweilen im Grünen. Und das ist durchaus eine wirklich sehr, sehr lässige Geschichte dort. Ich bin vor 2 Jahren schon einmal mitgegangen, zwar nur einen Teil, macht aber großen Spaß und dieses Herzblut und dieses Engagement, das das Organisationsteam hier hineinbringt, ist wirklich echt grandios.